München, einem attraktiven und liebenswürdigen Vorort von Unterhaching, sozusagen der Trutzburg gegen Daum, Kalmund, Völler und Co. Die Ohrenspitzen nach Haching schielen und dennoch erfolgreich Fußball spielen. Das die Kunst für Bayern in diesen roten Trikots. Babbel, Einwurf. Wieder Babbel. Janka, der FC Bayern schon in der zweiten Minute auf Sollkurs, die Pflicht vor Augen, die Gedanken vielleicht 12 Kilometer entfernt. Noch ist Leverkusen Meister, noch ist aber die Hoffnung riesengroß. Einwurf Lisa Rassou. Fink. Flanke Lisa Rassou, Sergio Latte, und wer ist da wieder zur Stelle? Der Janka Karsten mit seinem 9. Saisontor gegen pennende Bremer. Leichter bis jetzt, als Bayern das befürchtet hat. Babbel. Salihamidzic, toll. Scholl, toll. Sergio, der Lustfußballer. Hacke, Spitze, tralala, wunderbar. Hier zuzuschauen, 3:0 für den amtierenden Meister, der Werder auseinandernahm. Salihamidzic, der Wegbereiter, und dann der Fuchs Sergio. Normal war es ihm hier viel zu langweilig. Ja, hier ist der Wahnsinn los, hier ist München, hier ist der ungläubige Jens, der Jeremies, Kunde aus Haching ist angekommen. Allgemeine Ungläubigkeit, der Blick hinunter zu Uli Hoeneß. Dem, der noch 100 Jahre vor Daum sein will. Schauen Sie sich das an, die 1 hat er gezeigt, die Äuglein strahlen, die blanke Herzensfreude. Sie hatten selbst noch nicht mehr damit gerechnet. Jesus Maria, soll denn das wirklich noch gut gehen heute? Noch Wirklichkeit werden? Das Olympiastadion flippte aus, Laola für Haching, so die Reaktion nach dem Eigentor. Irre! Jens Jeremies, Tor für Haching, der verletzte Kämpfer. Und die lachen sich schlapp, da unten der Blick auf die Anzeigentafel, die Bestätigung, das unglaubliche Fragezeichen. Ja, hier ist München und hey, ja, Hoeneß fertig, völlig alle, ja, ja, 2:0 für Haching. Die coolen Bayern auf der Emotionsskala auf Anschlag. Bilder wie sie, so glaube ich, bei allen 15 Titeln bisher noch nicht zu sehen und zu spüren waren, zu fühlen waren. Alles schnappte über, schnappte nach Luft, nach Hachinger Luft. Schöne Bilder. Jetzt das Ergebnis. 2:0, Effenberg, der Tiger, der Chef, das Spiel lief weiter. Ganz normal, das Olympiastadion stand Kopf. Wir warten noch hier ein paar Sekunden. Hier ist München, hier ist Hoeneß. Kribbelig, sein Herz gehört Bayern. Der nächste Wahnsinnstriumph steht an, wie der zappelt. Gut. Und immer noch warten Sie. Sie wissen es noch nicht hunderttausendprozentig. Nur wir wissen es schon. Und dann Sami Kufur. Es ist perfekt, es ist vollbracht. Mein Gott, liebe Leute, wie werden dieser Schlusspfiff und diese Bilder Christoph Daum treffen? Da läuft einem der kalte Schauer über den Rücken. Mitleid, Mitgefühl, irgendwie ein Gemisch. Ein seltsam schauriges, der irrsinnige Bayern-Titel, und dennoch will man tröstende Worte nach Haching senden. Irgendwie, Prost. Effenberg, als Leverkusener würde ich jetzt jahrelang kotzen, wenn ich dieses Spiel verlieren würde, hat er vor kurzem gesagt. Die Schüssel, 180 Gramm Feingold, 5,5 Kilogramm Silber und eine Tonne voll Wonne und Emotionen. Bayern der Meister, geglaubt hat so richtig niemand mehr. Es ist ein sagenhafter Husarenstreich. Gratulation.